abgesehen vom Bebauungsplan Insleber Straße begann die Diskussion auf der jüngsten Stadtratssitzung so richtig erst bei den Anträgen. Die Öffnung der Schuleinzugsbereiche stand nicht zum ersten Mal auf der Tagesordnung. Auch dieses Mal breiten Pro und Contra fast unversöhnlich aufeinander. Dabei begann die Sitzung ganz friedfertig und kulturvoll. Die drei dritten Klassen der Grundschule am Pechauer Platz begrüßten die Stadträte mit einem neuen Magdeburg-Lied, dessen Text die Klassenlehrerin Frau Müller selbst geschrieben hatte. Die Melodie scheint allerdings noch ein wenig Schwung zu benötigen. Vielleicht setzt sich ein versierter Komponist mal mit Frau Müller in Verbindung, denn der Text könnte auch gut zu einem Ohrwurm passen. Und warum soll unsere Stadt nicht zwei Lieder über sich gebrauchen können? Weiter der Nettigkeiten. Der Rat gratulierte seinem Kulturbeigeordneten Dr. Rüdiger Koch, der an diesem Tage seinen 62. Geburtstag feierte. Die Feierstimmung dürfte ihm allerdings bald vergangen sein, doch dazu später mehr. Erst einmal galt es noch, zwei alte Hasen der Kommunalpolitik zu begrüßen. Für den auf der vorangegangenen Sitzung verabschiedeten Alfred Westphal nahm Olaf Meister, der zugleich auch Kreisvorsitzender der Bündnisgrünen ist, in seiner Fraktion Platz. Und für die nach Hamburg verzogene Uta Siedentopf rückte Gerhard Häusler in die Reihen der CDU nach. Viele dürften ihn auch aus der Gemeinwesenarbeit in Olvenstedt und Nordwest kennen. Nachdem eine Mehrheit des Rates einen Antrag der Bündnisgrünen, Bebauungspläne doch in Zukunft lieber vor Ort anstatt im Baudezernat mit den Bürgern zu beraten, abgelehnt hatte, ging es letztmals im Rat um das Bauvorhaben der Telekom an der Insleber Straße. Wie schon mehrfach berichtet, will T-Systems dort für 40 Millionen Euro das Rechenzentrum erweitern. Einige Eigenheimbewohner des Heinrich-Mundlos-Ringes laufen seit längerem dagegen Sturm und gründeten eine Bürgerinitiative. Sie befürchten Lärm, Verschattung ihrer Grundstücke und Verkehrswertminderung. Dazu erklärte Baubeigeordneter Dieter Scheidemann, dass das Gewerbegebiet dort schon vor dem Bau der Eigenheime existierte. Beide Parteien waren übrigens mit mehreren Vertretern auf der Besuchertribüne anwesend. Die Gegner des Vorhabens präsentierten sich dabei in T-Shirts mit dem Aufdruck Otto ruiniert Heinrich und riskierten damit fast einen Verweis des Saales. Scheidemann erklärte weiter, dass eine Verkehrswertsenkung und eine geringere Besonnung nachrangig gegenüber den wirtschaftlichen Interessen der Telekom seien. Wolfgang Wernelt von Bündnis 90 Grüne kündigte dagegen an, dem Abwägungsbeschluss zu diesem Vorhaben nicht zuzustimmen, weil er noch zu große Unsicherheiten für den Investor sehe. Erst müssten alle Probleme ausgeräumt werden. Dem folgte die Mehrheit des Rates nicht. Lediglich jeweils 8 Räte von Bündnis 90, Future und den Linken stimmten nicht für die Abwägung und die Satzung zum Bebauungsplan. 36 waren dafür. Damit dürfte die Telekom aber voraussichtlich dennoch nicht am Ziel sein. Nach Informationen von MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt hatten die Anwohner schon vorher angekündigt, gegen den von der Verwaltung vorgelegten Bebauungsplan zu klagen. Nach der Abstimmung wurde dies von ihnen bekräftigt. Das Vorhaben könnte sich dadurch um mehrere Jahre verzögern. Und schon war man bei den Anträgen angekommen. Der erste war der mit Spannung erwartete zu den Schuleinzugsbereichen. Ganze 2 Stunden sollte sich die Diskussion darüber hinziehen. Dabei stand dieses Thema nicht zum ersten, sondern schon zum 4. Mal seit 2003 auf der Tagesordnung im Stadtrat. Bislang aber jedes Mal mit negativem Ausgang für die Antragsteller. Nun also ein neuer Anlauf von Bündnis 90 Grüne, CDU, Bund für Magdeburg und FDP, die Schuleinzugsbereiche in Magdeburg zu öffnen und den Eltern eine Wahlfreiheit ähnlich wie bei den Gymnasien anzubieten. Die Landesgesetze lassen das durchaus zu. Genutzt wird es bislang aber nur von nicht einmal einer Handvoll Kommunen. Zu tief sitzt die Angst, dadurch ein Steuerungsinstrument aus der Hand zu geben und danach eventuell Schulen schließen zu müssen. Andererseits gibt es schon heute eine ganze Reihe von Schulen freier Träger. Und da auch die Einschränkungen zum Besuch von Gymnasien weitgehend aufgehoben wurden, ist eine Planung heute schon recht schwierig.
In diesem Rahmen bewegte sich dann auch die Diskussion. Der auch für die Schulen zuständige Kulturbeigeordnete Rüdiger Koch erinnerte daran, dass es das Ziel sei, alle 36 Schulstandorte in Magdeburg zu sanieren. Das könne für Magdeburg als beispielhaft und historisch genannt werden. Alle Sanierungsvorhaben seien durch Verträge und Fördermittel gesichert. Dabei sei zu beachten, dass es dafür eine Zweckbindung von 15 bzw. bei PPP-Projekten von 20 Jahren gebe. Der Antrag zur Öffnung der Schuleinzugsbereiche hätte also vor der Beschlussfassung zur Schulsanierung gestellt werden müssen, monierte Koch. Zum jetzigen Zeitpunkt gefährde er die Bestandssicherheit vor allem der Sekundarschulen und die noch ausstehenden Sanierungen. Bei Öffnung der Einzugsbereiche würden sich außerdem für viele Schüler möglicherweise längere Schulwege ergeben. Für die Beförderung dieser Schüler habe man aber kein Geld in der Stadtkasse. Koch betonte, dass man die Schulbezirke schon nachjustiert habe, damit alle Schulen genügend Schüler haben. Auf Marktmechanismen zu vertrauen sei reine Spekulation. Dies führe nach Ansicht von Koch nur zu Konzentration auf der einen und leeren Schulen auf der anderen Seite. Burkhard Lischka, SPD, beklagte, dass der Antrag zur Öffnung der Schuleinzugsbereiche alle Jahre wieder auf der Tagesordnung stehe. Zwar unterstütze eine Mehrheit des Bildungsausschusses den Antrag, eine Minderheit befürchte aber eine Schließung von Schulen und eine Ausdünnung der Schullandschaft. Für seine Fraktion erinnerte Lischka daran, dass die Schülerzahlen schon um 40% gesunken seien und bis 2025 sollen sie nochmals um 20% sinken. Es gebe also noch keine Entwarnung. Allerdings sei das je nach Stadtteil verschieden. Manche Schulen hätten in den letzten Jahren nur durch die Schuleinzugsbereiche gerettet werden können. Sie seien das einzige Steuerungsinstrument. Bei einer Öffnung der Bereiche stünde jede fünfte Schule auf dem Spiel und man sei dann zur Tatenlosigkeit verdammt. Man wolle aber jede Schule für ein flächendeckendes Schulnetz erhalten. Verzichten Sie nicht leichtfertig auf ein Instrument, das wir in der Vergangenheit benutzt haben und das wir auch in Zukunft dringend brauchen, rief er den Räten zu. Gunter Schündehütte, CDU, der sich eigentlich gar nicht zu Wort melden wollte, wie er sagte, verwunderte die ganze Diskussion. Früher sei der Antrag abgelehnt worden, weil die Schulen erst saniert werden sollten. Man wolle doch heute noch gar nicht die Abschaffung der Einzugsbereiche beschließen, sondern nur, dass von der Verwaltung erstmal eine diesbezügliche Drucksache erarbeitet werden solle. In anderen Städten seien nach der Öffnung der Bereiche nur geringe Schülerbewegungen zustande gekommen. Er verstehe das ganze Horrorszenario von Schulschließungen nicht. Carola Schumann, FDP, sprach ebenfalls von einem Horrorszenario, das hier aufgebaut werde. Zurzeit seien Ungerechtigkeiten im System. Es werde kaum Schülerbewegungen geben, weil die meisten wohnortnah zur Schule wollten. Aber man wolle eine größere Flexibilität, zum Beispiel für Familien. Außerdem erwarteten die Antragsteller durch den zukünftigen Wettbewerb einen Qualitätssprung an vielen Schulen. Mirko Stage, Future, warnte, dass man sich mit den Einzugsbereichen eine falsche Sicherheit verspreche. Eltern könnten ihre Kinder ja auch auf freie Schulen schicken. Das sei eine bedenkliche Entwicklung, weil es vom Geld der Eltern abhängig sei. Man könne in die Drucksache ja eine Schulempfehlung und andere Regelungen aufnehmen. Der Wettbewerb sei ja jetzt schon da. Die Schulen sollten ihr Profil schärfen, dann kämen die Schüler auch zurück. Die jetzigen Regelungen beschränkten nur die Positionen der kommunalen Schulen. Olaf Meister, Bündnis 90 Grüne, betonte, dass man mehr Wahlfreiheit erreichen wolle, so könne auch die soziale Problematik gelöst werden. Die Antragsteller wollten die Schulbezirke ja nicht abschaffen, sondern nur öffnen. Kurze Wege sollten ja bleiben. Man sehe in der Öffnung aber mehr Chancen als Risiken. Frank Theile, Linke, gestand, dass man nicht wisse, wie sich die Schüler in Zukunft verteilen würden. Außerdem sei das Landesgesetz zu den Mindestschülerzahlen zu beachten. Wenn schon Wahlfreiheit, dann müsse sie für alle gesichert werden und nicht nur für die, die es sich leisten könnten. Schulen müssten befähigt werden, soziale Spannungen zu vermeiden. Die Linke lasse auch nicht zu, dass die Schulsanierungen riskiert werden. Jürgen Kanel, Bündnis 90 Grüne, meinte, die Vorteile der Öffnung lägen doch auf der Hand, obwohl er auch die Probleme sehe. Quasi Einzugsbereiche sollten schon sein, auch Kapazitätsbeschränkungen. Bei Bedarf müsse ein Losverfahren helfen.
aber man brauche diesen Wettbewerb, um die Sekundarschulen zu verbessern. Andreas Schumann, CDU, erinnerte an den Zeitungsartikel, wonach Kinder aus derselben Familie nicht in die gleiche Schule gehen dürfen, weil das Wohnhaus wenige Meter außerhalb des Einzugsbereiches liege. Auch er habe mit seiner Familie von Stadtfeld nach Ottersleben umziehen müssen, damit seine beiden Kinder in dieselbe Schule gehen könnten. Dann meldete sich, was sonst sehr selten vorkommt, mit Günter Kreuter, der Ortsbürgermeister von Randau-Kahlenberge, zu Wort. Er sei 42 Jahre lang Lehrer gewesen. Er fragte in den Raum, wie denn der Wettbewerb funktionieren solle. Das ganze Gerede hier sei doch erbärmlich. Ihm sei Angst und Bange angesichts der Diskussion von offenbar lauter Pädagogen im Rat. Zum Schluss ergriff der Oberbürgermeister das Wort. Lutz Trümper bekannte, dass er nach der Debatte verwirrter sei als vorher. Der Sinn der ganzen Aktion erschließe sich ihm nicht. Die Debatte sei abgehoben von der Bevölkerung und habe mit der Realität nichts zu tun. Es habe noch nie Anträge von Eltern, Lehrern und Fördervereinen an die Verwaltung gegeben, die Bereiche aufzuheben. Warum sollte man also die Unsicherheiten durch die Gymnasialregelung noch verstärken? Trümper wörtlich zu den Räten, wenn Sie heute die Öffnung beschließen, gibt es keinen Sanierungsbedarf mehr, da wir dann erst die freien Plätze füllen müssen. Ich könnte für die Fördermittelanträge auch keine Garantien mehr geben, so Trümper weiter. Bei einem Wettbewerb gäbe es Gewinner und Verlierer. Verlierer würden geschlossen. Von mir bekommen Sie keine Drucksache, so Trümper, das vermeintliche Abstimmungsergebnis vorwegnehmend. Außerdem beantrage er namentliche Abstimmung, damit man später sehe, wer die Verantwortung dafür trage. Vor dem Abstimmungsmarathon, es gab verschiedene Änderungsanträge, befragten wir Gunter Schindehütte, ob er nach der flammenden Rede des OB immer noch für die Öffnung der Schuleinzugsbereiche ist. Ja, sicher, sicher. Weil es da, es gibt eine Menge Gründe dafür. Das sind ja manchmal einfach äußere Gründe. Ich wohne im Süden, arbeite im Norden der Stadt. Kann mein Kind morgens mitnehmen, kann mein Kind nach Feierabend wieder mit nach Hause nehmen. Oder die Oma wohnt da, die entsprechend das Kind betreuen muss. Es gibt vielfältige Gründe, lange Arbeitszeiten, Schichtbetrieb und, und. Und das ist im Prinzip jetzt ein bisschen kompliziert. Da muss ein Antrag gestellt werden. Es wurde zwar immer gesagt, das wird sehr großzügig handhabt, aber gerade der letzte Artikel in der Volksstimme hat uns ein bisschen eines Besseren belehrt, dass es doch schwierig ist. Und das ist manche, wie gesagt, auch die Geschwisterregelung und. Herr Schumann hat es ja auch zum Ausdruck gebracht, was er für ein Problem hat. Und das ist in der Tat so, dass zum Teil gerade Hausnummern gehen in diese Schule und ungerade Hausnummern in eine andere Schule. Das ist durchaus so durch die Schulbezirke so entstanden, ja. Ja, ich bin nach wie vor dafür. Die Qualität, was hier angezweifelt wurde, dass man das nicht bewerten könnte. Ich sag mal so, es wird mit den Füßen abgestimmt. Die Eltern wissen schon, wo eine Schule ist. Wenn es auch nur das Unterrichtsprofil ist. Ne? Manche Grundschulen unterrichten ja Englisch und dann gehen sie in eine Sekundarschule, wo Englisch möglicherweise nicht angeboten wird. Oder Latein oder Spanisch oder was weiß ich, was da alles so gibt. Ja? Das ist ja, wenn ich dann mein Kind auch in eine weiterführende Schule schicken will, wo das angeboten wird, dann ist natürlich ist einfacher, das zu machen zu können, ohne da groß Verwaltungsaufwand betreiben zu müssen. Teilen Sie die Befürchtung des OB, dass jetzt da, dass die kaum in Anspruch genommen wird und dass die Sanierung der Schulen denn damit obsolet ist? Quatsch. Das war ganz einfach Quatsch. Wie gesagt, ich habe das aus dem Bauch herausgestellt, den Antrag, sondern ich habe in der Bundesrepublik rumtelefoniert. Und zu sagen, dass da riesige Schülerbewegungen in Gange sind, das ist einfach Unsinn. Das passiert nicht. Das hat mir keiner bestätigt. Das sicher, wir wissen auch nicht. Wir haben zwei Schulen, die also die Schülerzahlen nicht erreichen. Das ist die Wille-Schule und ich glaube die Heine-Schule. Wir wissen nicht, was das Kultusministerium in 2 Jahren sagt, wenn der Schulentwicklungsplan ausläuft. Wie sie dann die Sache bewerten, denn dann steht ja wieder letztendlich die Schulschließung an, wenn die Schülerzahlen so festgeschrieben werden und. Wir wissen auch nicht, wie viele Schüler gehen zum Gymnasium, wobei diese Regelung Schullaufbahnempfehlung eigentlich zu einem Zuwachs bei Gymnasialschülern geführt hat. Das hat nicht den Effekt gebracht, den man sich
erdacht hatte oder erhofft hatte oder so. Und das wurde auch das Beispiel von Herrn Ackermann von der Linkerschule angeführt. Ja, der hat ein Konzept entwickelt, Zusammenarbeit mit Betrieben und, praktischer Unterricht, was er aber letztendlich auch nur verwirklichen kann, wenn er zum Beispiel aus ganz Magdeburg, möglicherweise auch noch aus dem Umland, Schüler aufnehmen darf. Das ist ihm auch verwehrt. Jetzt gibt es da natürlich auch Platzprobleme, aber letztendlich wäre das auch eine Voraussetzung, um sein Konzept ordentlich umzusetzen. Was schätzen Sie, wie es nachher aussieht bei der Abstimmung? Das wird gerade so. Aber muss man denn akzeptieren? Ich bin da offen. Für mich ist das nicht das Evangelium, sage ich mal so. Da lag Gunter Schindelhütte so falsch nicht. Nach nochmaligen kurzen Erklärungen der Antragsteller kamen dann erst einmal die Änderungsanträge zur Abstimmung. Der vom Jugendhilfeausschuss einen weiteren Antrag der Linken zu ändern, wurde gegen die Stimmen von SPD und Linken mit 27-24 angenommen. Was zu der kuriosen Situation führte, dass die Linke anschließend gegen ihren eigenen, allerdings nunmehr verkürzten Antrag stimmte, der aber mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90 und FDP 26-25 dennoch angenommen wurde. Darin ging es zum Beispiel um kurze Wege und die Schülerbeförderung. Das führte dazu, dass zuletzt ein Änderungsantrag von Bündnis 90, CDU und Linke in beiden Punkten keine einzige Stimme erhielt. Also nicht mal die der Antragsteller. Ein völliges Novum. Dann ging es in namentlicher Abstimmung um den nun geänderten Ursprungsantrag. Sämtliche anwesenden 26 Räte von CDU, Bund für Magdeburg, Bündnis 90 Grüne, FDP und die beiden Räte von Future stimmten für den Antrag. Die 25 von SPD, Linke und Tierschutzpartei einschließlich dem OB geschlossen dagegen. Es gab keine Enthaltung. Matthias Gärtner von der NPD fehlte. Von Bündnis 90 fehlte ein Stadtrat, von der SPD und der Linken fehlten drei Räte. Wären alle da gewesen, hätte es bei fraktioneller Geschlossenheit also auch anders ausgehen können. Was wurde nun aber eigentlich genau beschlossen? Der OB muss gegen seinen Willen dem Stadtrat eine Drucksache zur Beschlussfassung vorlegen, in der ab dem Schuljahr 2012/13 auf die Festlegung von Schuleinzugsbereichen neben den Gymnasien auch für Grund- und Sekundarschulen und andere allgemeinbildende Schulen verzichtet wird. Der OB wurde weiterhin beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass den Schulen die größtmögliche Autonomie zugestanden wird. Dabei soll mindestens für Grundschulen gewährleistet sein, dass Kinder, die im näheren Umfeld einer Grundschule wohnen, keine weiteren Wege als bisher unfreiwillig in Kauf nehmen müssen. Für die Absicherung der Schülerbeförderung muss dabei gelten, dass durch die Wahl der Schule keine Beförderungskosten auf die Eltern zukommen. Das kommt fast der Quadratur des Kreises gleich. Und der OB ist mit seiner Verwaltung sicher nicht zu beneiden. Er will sich aber der Aufgabe schnellstmöglich stellen, um die Sache vom Tisch zu haben. Wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass bei der neuerlichen Abstimmung über die Drucksache dann auch alle Schäfchen von SPD und Linke anwesend sind und das Ganze doch noch abschmettern. Der Rest ist schnell erzählt. Ein Antrag von FDP und SPD, städtische Betriebe und Einrichtungen mögen doch bitte neben ihrem eigenen Logo auch das der Otto-Stadt verwenden, wurde einstimmig angenommen. Komisch, dass es dazu extra eines Antrages bedarf. Naja, das Otto-Design läuft eigentlich sehr gut, muss man sagen. Gibt ja viele auch Sponsoren, die auch Firmen in Magdeburg, die mitmachen und dieses Design auch haben. Kann man ja runterladen vom Internet auch. Die Idee war nur, hier nochmal darauf hinzuweisen, dass alle städtischen Betriebe das auch nochmal intensiv mitnutzen, um die Stadt selber hier nochmal mit nach vorn zu bringen. Mangelt es da ein bisschen noch? Wir haben ja eine Arbeitsgruppe Marketing beim Herrn Nitsche als Beigeordneten. Und da ist uns aufgefallen, dass das eine oder andere städtische Betrieb oder Institution darauf setzt, das eigene Logo mehr in den Vordergrund zu stellen, also die eigene Identität zu haben. Und das Otto-Logo nicht ganz so zu berücksichtigen. Das ist also wirklich der Hintergrund gewesen. Und wir wollen das ein bisschen befördern, dass das auch in städtischen Betrieben mitgenutzt wird. Soll es da, sagen wir mal, so eine Regelung geben, dass das einheitlich in eine ganz bestimmte Ecke gerückt werden soll, dass man da so ein bisschen...
Nein, also das kann jeder natürlich selber entscheiden, wie das Otto-Logo verwendet wird. Wir wollen eben, dass es überhaupt mitgenutzt wird und publiziert wird. Nochmal zur Verständigung, es geht also im Prinzip um das Logo von der Otto-Stadt Magdeburg, ja, mit diesem kleinen Reiter da. Ja. Der Reiter und Otto-Stadt Magdeburg drunter, wo Otto-Stadt Magdeburg drunter steht und wo auch schon die entsprechenden Pins geordert worden sind. Mit den Pins alleine ist es sicher nicht getan. Damit die Social-Media-Aktivitäten der Stadt auf ein höheres Niveau gehoben werden, hat sich bekanntlich vor einiger Zeit eine informelle Arbeitsgruppe Stadtmarketing gegründet, über die wir schon mehrfach berichtet hatten. Vor wenigen Tagen hatte deren Vertreterin Jacqueline Strauß einen Termin beim OB. Wir wollten natürlich wissen, wie das Gespräch verlief. Es war sehr, sehr positiv. Also er hat unsere Vorschläge da sehr offen entgegengenommen. Das hatten wir ja nach der letzten Anfrage nicht so ganz vermutet. Als sich dann aber herausstellte, dass es auch irgendwie so ein bisschen ein Stück weit Missverständnis war, dass man sich da falsch verstanden hatte, was die Kompetenzen anging, war es dann auch gelöster. Und es ist jetzt so, dass er gerne von uns das natürlich nochmal schriftlich haben möchte, damit er es nochmal durchlesen kann, nochmal mit in die Verwaltung nehmen kann, also das übliche Prozedere sozusagen, und dann sich aber auch gerne nochmal mit uns treffen möchte, um das nochmal gemeinsam in einer großen Runde zu besprechen. Ich wollte gerade sagen, also die Runde wird ein bisschen größer nächstes Mal sein, dass er sozusagen alle Ideen auch schon mal in sich aufsaugen kann, ja. Du bist ja immer die Stadt der Kinjeld. Wie seid ihr da auseinandergekommen? Also auch das war der zentrale Satz gestern, also das habe ich sehr, sehr oft gehört. Wir machen das alles mit, aber es darf am besten kein Geld kosten. Also wenn sich Leute finden, die das ehrenamtlich machen und die Seite da betreuen, dann ist das alles kein Problem. Es ist aber so, dass halt kein Platz mehr dafür in der Verwaltung ist sozusagen. Also sie haben schon zu viele Aufgaben, also dass man da jetzt nicht noch aufstocken kann. Und man könnte auch keinen weiteren Mitarbeiter einstellen für die ganze Sache. Aber ich meine, unsere Bereitschaft von der Arbeitsgruppe, da ein bisschen mitzuwirken, auch hinterher, die liegt ja eigentlich vor, ja. Das sagte ich dann auch, also gerade mit dem Satz, dass ich gesagt habe, ich würde mich da auch hinsetzen und die ganzen Postings machen, wenn man mich nur lässt. Ja, da kam dann das große Blitzen in den Augen, da war er dann auch vollkommen da. Also ich denke, das wird schon, wir müssen jetzt halt zeigen, dass wir mit unseren Ideen recht hatten, dass es die Stadt voranbringt, damit die Stadt dann eventuell im Nachgang auch sieht und in ein, zwei Jahren, weiß ich nicht, vielleicht doch ein bisschen Geld dafür locker macht. Das wäre natürlich noch ein bisschen schöner. Genau, da hat ja der Stadtrat dann auch noch ein Wort zu sagen über den nächsten Haushalt, vielleicht ist da ein bisschen mehr drin. Richtig, vielleicht kommt dann da doch noch was an Geld auch geflossen. Also insgesamt bist du doch ein positiver aus der Sache rausgegangen als rein. Definitiv. Also als ich reingegangen bin, wir hatten es ja in der letzten Stadtratssitzung erlebt, der war schon ein bisschen genervt von dem ganzen Thema. Und ich dachte, oh, mal gucken, was dabei jetzt rauskommt. Also ich dachte nicht, dass es so positiv ausgeht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir treffen uns ja demnächst auch mal wieder. Irgendwie gibt es ja schon einen Termin. Und dann können wir ja schon mal anfangen, so ein bisschen was vorzubereiten. Ganz genau, das werden wir machen. Das Treffen findet nach aktuell vorliegenden Informationen am 9. November statt. Die nächste Stadtratssitzung ist dagegen am 17. November um 14 Uhr.